Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siehst du es nicht? Oh mein Gott, ich kann mich aber nicht angucken. Oh Gott, das war so ein Fehler. Wie wird heute meinen Lippen spritzen lassen? Das wird Expenses denken, Leute. Wir haben TikTok-Produkte gekauft, die versprechen und die sagen, dass unsere Lippen dadurch fetter werden sollen. Ich habe in den letzten Monaten echt oft zu Egg gesagt, Egg, ich will meine Lippen aufspritzen und heute habe ich es getan. Wird sie denken. Habe ich natürlich nicht gemacht, Leute. Ich habe Angst davor und es wird wahrscheinlich nie passieren. Aber Egg hat immer sehr schlecht reagiert und meinte, nee, machst du nicht, gönne ich dir nicht. Deshalb werden wir sie heute richtig ins Schwitzen bringen und meine Lippen ein bisschen fresher machen. Cell is hungry, deshalb müssen wir erstmal das hier machen. Ich darf uns ja nicht sehen, deshalb müssen wir die Milch hierher holen. Haben wir keine Milch oder was? Das Ding ist, Leute, ich habe das hier auch auf TikTok gesehen, dieser Lip-Pumper, der deine Lippen richtig voluminös machen soll. Und ja, die Frau, die das benutzt hat, hat danach so hier lila der Ringe bekommen. Da wir eh gerade hier so ein bisschen am Lester sind, ein bisschen Tee spillen. Ich habe heute für 7 Euro bei Egg ein Abo gekauft auf ihrem Account bei König Thomas. Von oben. Ja, da kommt Energie rein. Ja, Digga, sein Tumdance soll anscheinend ein Meditationstanz sein. Ich würde niemals das mitmachen, Leute. Niemals, Digga. Aber Egg ist richtig obsessed mit dem, richtig. Leute, ihr wisst ja, König Thomas, ich habe gerade das Abo gekauft für 1 Monat bei ihm, okay? Und es ging nicht und jetzt ging's. Und Leute, ich habe in seinen Stream gerade reingeschrieben, dass ich vortanzen möchte. Und dann, Leute, er antwortet mir im Stream gerade so, ich sehe dich, Alina, ich sehe dich. Ja, gerne kannst du gleich vortanzen. Ah! Und dann in dem Moment, Leute, mein Handy stürzt ab, mein Handy stürzt ab. Und jetzt tanzt Egg ein Mädchen bei Tom, König Thomas vor. Leute, stellt ihr euch vor, ich und Tannens. Telemedial. Das sind meine Lippen davor. Ich habe ein bisschen Angst. Soll ich viel oder wenig drauf machen? Ich habe Angst, ne? Okay, noch meine Lippen davor, Leute. Ich lasse jetzt ganz normal, okay? Oh, ich habe das Gefühl, meine Lippe wird taub. Oh, oh. Kommt da schon was, was? Oh, das ist krass. Das brennt gut, Leute. Oh mein Gott, wie jetzt wieder 1000 Fische auf meine Haut rumpacken. Hä, man soll das jeden Tag nutzen, oder was? Ja. Yeah. Ich heule gleich. Oh. Hätte ich doch lieber echt aufspritzen lassen, Alter. Bei 1000 Kommentaren spritze ich meine Lippen echt auf. Ines, merkst du irgendwas? Oh. Oh doch, man sieht es. Oh Gott. Man soll das ja in die Lippen so pumpen und dann saugen die sich fest. Ob es funktioniert, Leute, das werden wir sehen. Oh ja. Oh, ja. Ich fühle dich so gottlos an. Sieht aus wie die Zwillingsschwester. So wie ihr Lippenstift, gell? Hat sie gestern hier vergessen. Okay, komm schnell. Ich will bei König Thomas einen Tumdance mitmachen, Leute. Und er hat mich heute sogar erwähnt. Oh mein Gott, er weiß, wo ich bin. Was machst du, Digga? Ein Tumdance? Geht doch nicht so. Ich muss deinen Standbein höher machen. Dance with me. Okay. Deine Lippen glänzen so. Hast du mal Lipgas drauf? Nein. Dance. Es ist kein Lippenloss. Ich denke, sie ist voll scheiße. Was? Sieht aus wie so eine. Wie du? Oh mein Gott, Leute! Lippentwins! Nein, Leute, wisst ihr, wie die macht? Die so. Ja, die verwirrt mich von mit den hässlichen Lippen, Alter. Hässliche Lippen? Ja, mach mal den Lipgloss ab, das nervt mich voll. Sieht aus, als ob dich eine Mücke gestochen hätte, Mädchen. Es war eine Spritze mit Hyaluron. Du hast mir empfohlen. Dann darf ich mir deine Lippen anfassen, ja? Wenn sie uns nicht glaubt, müssen wir noch mehr machen. Mhm, mhm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siehst du es nicht? Oh mein Gott, ich übertrieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann mich aber nicht angucken. Oh Gott, das war so ein Fehler. Digga, siehst du das? Leute, ihr wusstet, ich wollte meine Lippen machen, schon seitdem ich 18 bin. Und ich habe es getan. Und ich sage ehrlich, ich bereue es so sehr. Ich lache mich gestern aus, Alter.
Nee, aber wie hast du das gemacht? Hä, siehst du nicht, wo Nadel drin war? Hier, hier. Hat sie gemacht? Wie ihre Tattoos. Dumm, oder? Hä, wenn die darfst, darf ich auch. Natürlich darfst du. Nein, hat sie auch gemacht. Ich mach weg. Ist echt. Warum hast du das gemacht? Hä, weil es cool aussieht. Herr Yassin. Oh, sieht hässlich aus. Was? Ja. Ist nicht schön? Mhm. Sieht schon gut aus eigentlich. Ah! Das sieht gut aus. Ich würde schon gerne meine Lippen noch ein bisschen größer machen, weil ich finde das irgendwie voll wenig. Aber irgendwie sieht der aus wie ein Vogel. Jetzt weißt du, wie du aussiehst. Nicht wie ein Vogel. Ist es leer? Was? Ja. Leute, ich glaube, ich spiele jetzt mit meinem Kinn einfach auch auf, ein bisschen Jawline, weil dann sehen meine Lippen besser aus. Ja, was? Sei nicht eifersüchtig, wie dieses Geld dazu haben. Du machst doch direkt ganze Gesichts-OP. Gute Idee, Nasen-OP habe ich auch schon vorhin unterhalten mit Inka. Ich hoffe nicht. Keine meine Lippen viel. Oh Gott. Leute, jetzt verstehe ich, warum Eggman so redet, als würde sie kein Leben haben, Alter. Oder als würde sie gleich sterben. Das ist doch, man kann mit diesen Lippen nicht anders reden. Wir versuchen jetzt bei King Thomas reinzukommen. Stopp mal kurz, ich will jetzt wirklich ehrliche Meinung zu meinen Lippen hören. Die sehen schlecht aus. Mich, deswegen sind Leute meine. Oh, ist okay, und das tut zu viel, Alter. Du kannst mich nicht nachmachen. Ey, ey, ist das normal, dass man sagt? Ja. Okay, gut. Das Herz ist einfach geschenkt. Ich komme nicht mehr durch. Mein Herz klopft so. Oh Gott, Leute, mein Herz. Mädchen, stehst du auf den was? Ich stelle vor, es ist ein Produkt. Mann, warum ist das heute Mittag abgestürzt, Leute? Ey, wenn nämlich an einem Tanz, nein. Das kam voll krass, Leute. Ich bin richtig gehabt auf das, ob er uns annimmt. Also auf meine Lippen. Meine Lippen waren zwar sehr teuer, 240 Euro, Leute, es war richtig teuer. Aber ich finde, es hat sich gelohnt und als Highlight des Tages müssen wir jetzt tanzen. Wie kann es sein, dass sie drin ist und ich nicht? Wie kann das sein? King Thomas, wer ihn kennt, schreibt jetzt Hashtag King in Kommentare. Alina, du musst noch mal üben. Du gehst noch mal. Ah ja, du kannst ja doch besser, ja. Lebensfreude ist gut, aber Tumdance und kein Showdance. Liebe Aktionskunst. Hoch, ganz hoch die Hände. Hoch, richtig hoch. Ja, danke, danke, danke. Lieber Kameramann oder Kamera. So. Nee, die hält die Hand immer noch, die kapiert's nicht. Eieiei, was hat man mit der gemacht? Kann die Deutsch? Kann die Deutsch da? Sie kann kein Deutsch, ne? Oh mein Gott, Leute. Mein Traum ist wahr geworden. Ich war beim Tumdance dabei und ich glaube locker eine halbe Stunde. Meine ganzen Beine sind verkrampft. Oh, lass mich jetzt mal bitte sitzen. Oh mein Gott, Leute. Ich war beim Tumdance dabei. Wisst ihr, was für ein Gefühl es ist? Auf jeden Fall ist es nicht das erste Mal, wo mich der liebe Thomas sehen wird. Weil, wir sind jetzt Besties ab heute. Leute, Alter, ich war einfach bei TikTok Platz 1. Alina, du musst noch mal üben. Ich gucke jetzt eure Reaktion an. Leute, die erste, die ich sehe, ihr glaubt mir. Das wird besser, das ist nur noch frisch. Deshalb kannst du es so bewegen. Deshalb sieht es auch so aus. Auch viele Reaktionen sind wegen Ex-Tumdance, aber oben fehlt noch ein bisschen mehr Botox. Das heißt, er sagt, meine Lippen sind nicht gleich. Nein, Cell, schreibt die andere. Hast du jetzt nicht gemacht, jetzt bist du ein Egg. Boah, du siehst aus wie eine Ente. Lass das wieder wegmachen und du redest jetzt voll komisch. Oha! Aber Leute, jetzt mal weg von meinen Lippen. Ihr glaubt mir nicht, was Egg getan hat. Egg, die immer bestellt hat, gebacken. Egg hat Waffeln gemacht und wie sie die gemacht hat, seht ihr jetzt. Ich hol eine Margarine raus. Butter. Margarine, okay? 18.09. abgelaufen. Ich sag, Mama, haben wir Butter? Sie sagt, ja? Ich gucke. 21.09.22 abgelaufen. Leute, mir ist jetzt so egal. Du machst jetzt abgelaufene Waffeln. Ja? Mann! Jetzt habe ich noch gekleckert, Alter. So ein Scheiß. Bei Gott, wenn das jetzt schlecht wird. Mir ist voll schwindelig vom Schneebildung. Wenn es lange braucht, Leute, dann esse ich den Rest einfach vom Teig. Ey, voilà. Aber der Teig ist doch gut, Digga.
Und das Schlimmste ist, diese Waffen, ihr habt gesehen, wie sie gemacht hat, die hab ich gegessen. Diese Waffeln habe ich gegessen. Und ich würde sagen, diese Waffeln sind die, die mit abgelaufener Butter gemacht wurden, verbrannt worden sind. Leute, mir ist jetzt so egal. Was hat die gemacht? Ich habe nicht gewusst, dass sie von Ex sind. Ich dachte, meine Mama hat die gemacht. Aber die Waffeln, die sie gemacht hat, habe ich gegessen. Ich habe die einen Tag später gegessen und ich hatte dann auch so heftige Bauchschmerzen. Als ich habe nur das kleine Stück gegessen von dir, gell? Digga, danach, ey, mein Mann hat mich so weggepfeffert. Unsere Waschmaschine ist wahrscheinlich wieder kaputt, Leute. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe seit einer Woche keine Wäsche mehr gewaschen, aber die geht auf einmal nicht mehr. Jetzt ist die Zahl der Wahrheit. Wer hat die Waschmaschine verstopft? Ist es normal, dass es so schnell rausgeht? Das ist eine Socke. Oh, nein. Das ist ein... Oh mein Gott, Leute, meine Unterhose. Oh, Sarah, deine Lippen sind ja weg. Die sind ganz weg, die sind nicht mehr da. Mm-mm. Du hast wieder deine alten Lippen, Sarah. Das bildest du ein Eck. Hey, die sind weg, da sind keine Lippen mehr. Alina, du musst noch mal üben. Diese Dinger hier kriegen von mir 0 von 5 Sterne, weil das hat wirklich einfach nur weh getan. Es hat meine Lippen nicht dicker gemacht, aber rot halt. Einfach rot, Leute. Aber dieser Fisch, Leute, hat euch gesaugt, gell, wie ein G. Kann euch nicht empfehlen, wenn ihr, keine Ahnung, FaceTime macht mit eurem Crush und ihr gesagt habt, ihr habt dicke Lippen, holt euch das Ding. Call dafür soll nicht länger als 6 Minuten gehen. Leute, schreibt mir jetzt ehrliche Meinung in die Kommentare. Soll ich meine Lippen aufspritzen oder nicht? Ich lese sie mir durch und die Mehrzahl, die entscheidet.